Herr Bassi, vor einigen Monaten haben Sie das Innovationsprojekt Swisslight in der Öffentlichkeit vorgestellt und sind für große Aufmerksamkeit gesorgt. Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Ja, Swisslight ist ein Innovationsprojekt. Da geht es ja darum, dass wir ein Fluggerät bauen wollen, das gedacht ist, dass man mit rein menschlicher Muskelkraft fliegen könnte über eine bestimmte Strecke. Der Stand der Dinge ist so, dass wir im Moment exzellente Partner gewinnen können, um das Ziel zu erreichen. Und da haben wir Partner, die spezialisiert sind im Beispiel Carbon Design, bei den Leichtstoffen, beim Design von der Formgebung und so weiter. Und die helfen uns, das Ziel zu erreichen. Wo sehen Sie noch die grössten Hürden? Die grössten Schwierigkeiten haben wir im Moment in unseren eigenen Anforderungen, die wir uns gestellt haben. Und zwar ist eins, das Fluggerät darf nicht mehr als 20 Kilo schwer sein. Auf dem Markt sollte das nachher nicht mehr als 20'000 Franken kosten. Und natürlich, das Gerät muss möglichst einfach zum Bedienen sein. Das sollte einfacher sein als Velofahren, auf Deutsch gesagt. Und eine Herausforderung ist natürlich auch der Entfaltungsmechanismus. Das soll ja auf kleinem Platz wieder entsorgbar sein. Und ein weiterer Schritt, den wir auch noch bewältigen müssen, ist die Finanzierung von dieser Geschichte bis zur Serienentwicklung. Da geht es noch durch eine bestimmte Zeit. Wann denken Sie, wird das erste Swisslight auf dem Markt erhältlich sein? Die Zeiteinschätzung ist sehr schwierig. Wir haben schon inzwischen einige Verzögerungen leider müssen erleben, hoffen aber, dass wir den Innovationsvorsprung halten können. Wir denken aber, dass wir in diesem Jahr noch ein Modell entwickeln können, also ein Tischmodell, und werden dann auch gleichzeitig anfangen mit dem ersten Prototyp, sodass wir die ersten Tests machen können. Realistisch gesehen aber, im Markt werden die Fluggeräte wahrscheinlich so 2-3 Jahre verfügbar sein. Gibt es einen Markt für das Gerät und wo sehen Sie ihn? Den Markt sehen wir primär in der Freizeit- und Fun-Gesellschaft. Also das heisst zum Beispiel Zarosa, Davos, irgendwo, zum Beispiel statt Skifahren, ist eine Variante. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch nicht unbedingt den Markt in der Schweiz, sondern den sehen wir global. Es gibt andere Regionen, wo das möglicherweise besser genutzt werden kann. Wir haben aber auch selber hier in der Schweiz eine grosse Umfrage gemacht, um zu erkunden, ob das wirklich einen Bedarf hat. Und wir sind überrascht worden, wie das Echo war, also eher positiv. Meine Kollegen sagen, dass irgendwann in nächster Zeit es braucht Ampeln im Himmel, weil es so viele Fluggeräte hat. Und auf das freue ich mich natürlich.